Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bzw. zu unserer großen Ankündigung und so ein bisschen wie eine Enthüllung von dem neuen Projekt, was wir hier starten werden. Genau, wir hatten es ja schon auf Instagram angeteasert gehabt, dass wir was ganz, ganz Großes vorhaben, wortwörtlich. Wir befinden uns hier in einem See im Umkreis von Leipzig und unser Projekt befindet sich quasi im Hintergrund. Also ihr seht da gerade so einen Betonklotz von der Braunkohleabbau war das damals ja, noch, ne? Genau. Und da war ein Förderband drauf. Man sieht, glaube ich, auch noch oben irgendwelche Überbleibsel. Wir schauen uns das gleich ganz genau an und verraten euch auch dort, was wir mit diesem Klotz vorhaben. Auf jeden Fall wird es ein richtig, richtig steiniger Weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Höhenmeter Unterschied wir haben. Wir haben bestimmt hier 10, 20 Meter. Oh, Steffi. Ja, nicht abstürzen so hier. Der Hügel ist echt ordentlich. Ich habe schon mal eine Leiter mitgebracht, damit wir gleich mal raufgehen können. Und wir haben auch gerade schon mal ein bisschen vermessen. Richtig. Also es wird spannend. Also die Breite war 5 Meter, richtig, ne? Richtig, 5 Meter, 2,50 in der Tiefe, 3,50 Meter hoch, beziehungsweise 3,80, weil da oben ist wohl eine Stufe. Schauen wir uns gleich mal an. Und wir haben gerade errechnet, wir haben eine Quadratmeterfläche von 12,5 Quadratmeter, haben wir wirklich errechnet. Und nicht wundern, wir nehmen das heute an einen Vatertag auf. Also wenn ihr mal ein bisschen Gegröle hört, das sind die Herren, die hier rumrennen oder die Väter. So, ich bin ein bisschen außer Atem. Ich muss sagen, ich bin mal gespannt, wie der Bau sich hier über die Monate, Wochen gestalten wird. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich hoffe, die Ideen gehen auf. Und was wir daraus machen, das sagt die Steffi jetzt euch. Genau, ich enthülle Trommelwirbel. Und zwar wollen wir auf diesem coolen Fundament einen Mini-Leuchtturm bauen mit einer süßen Terrasse, wie ein Aussichtstürmchen zum Abschalten. Da wird nicht viel Platz drin sein. Vielleicht für ein paar Badesachen, ein Paddelboot oder dein Schlauchboot. Zum Beispiel, ja. Sowas halt. Also wir bauen ein schönes Terrassendeck, dann wird darauf ein neu moderner Leuchtturm sein. Es wird jetzt nicht typisch weiß-rot sein, das ist nicht mehr so angesagt. Es wird vielleicht auch so aussehen wie eine Erkundungsturm oder wie ein Hochstand oder sowas in der Art. Ne? Soll aber natürlich sehr, sehr gut aussehen, geil aussehen. Eine Leiter kommt außen dran und da seid natürlich ihr gefragt. Genau. Ne? Wir brauchen nämlich jemanden, der uns eine Treppe baut. Bauen wir die aus Holz oder aus Stahl? Dann kann jemand von euch gut schweißen, hat er irgendwie gute Beziehungen. Vielleicht gibt es Unternehmen, die Bock haben, Kooperationspartner, die Bock haben. Denn wir brauchen Schrauben, wir brauchen Dübel, wir brauchen Gewinde, wir brauchen Injektionsmörtel, wir brauchen Treppenstufen, wenn wir die aus Stahl bauen. Wir brauchen Holzfassaden, wir brauchen Holz für die Unterkonstruktion. Geländer wäre ganz, ganz wichtig aus Stahl oder Edelstahl. Genau. Oder vielleicht bauen wir das Ganze aus Holz. Habt ihr da Ideen? Ne? Also, Tipps auch. Für Tipps sind wir auch dankbar. Tatsächlich, vielleicht hat schon jemand von euch mit sowas Erfahrung, auf so einem kleinen Hügel etwas zu bauen. Zum Beispiel auch Hügel. kleiner, großer Hügel mit Abschutzsicherung. Oder vielleicht habt ihr auch richtig tolle Ideen, was wir hier noch mit dran bauen sollen. Beleuchtung ist ganz, ganz wichtig. Genau. Weil ich finde, man sollte das Ganze auch dann im Dunkeln sehen, ne? Auch wenn wir nicht da sind, weil wir wollen was bauen, was optisch her eine Menge hermacht für die Allgemeinschaft, ne? Die dann mit dem Boot hier lang schippert, die dann das tolle Objekt sieht. Das Ganze ist dann natürlich nicht begehbar, es ist nur zum Anschauen, sondern es ist dann für uns privat gedacht, ne? Dass wir dann Steffi sich mal ist auch sicherer so, weil ist wie gesagt auf einem kleinen Hügel und da wollen wir natürlich, dass sich niemand verletzt. Richtig. So, jetzt werde ich sagen, gehen wir mal hoch. Ja. Und schauen uns das Ganze von oben an. Wir verabschieden uns hier von euch und hoffen, ihr habt Bock an diesem Projekt. Ihr begleitet uns dabei, schaut uns dabei zu, liked jedes Video, kommentiert jedes Video, teilt jedes Video, was mit dem zusammen mit dem Leuchtturm zusammenhängt. Und ganz, ganz wichtig ist abonnieren. Ne? Ich bin so ein bisschen aus dem Konzept, weil hier ist wirklich die Hölle los. Ist viel los. Wie gesagt, heute ist Vatertag. Ja. Fokus. Hoffentlich kommt das Video nicht in 2 Monaten raus. Nein, also für viele Tipps und Tricks und Ideen und so wären wir auf jeden Fall auch sehr, sehr dankbar, finde ich. Also teilen, liken, kommentieren und abonnieren. Bis zum nächsten Video, ich denke. Richtig, dann geht's weiter. Richtig. Ja, wir geben uns Mühe. Komm, Steffi, wo gehen wir jetzt? Wollen wir eine Runde schwimmen? Schlitter mal hier runter. Oh, sag mal. Das war ein Spaß. Okay.